Gas gegeben. Wenn du heute ein Restaurant betreibst wie deins, wer rockt den Laden am Ende? Das Schlimmste wäre, dass ein Gast zu mir sagt, ach, das Gleiche habe ich letzte Woche auch zu Hause gekocht. Schmeckt genauso. Ich stehe schon gerne auch so ein bisschen für die Ruhrgebietsküche. Ach, da ist meine Frau. Hallo. Du hast es halt klein, ne? Es ist wieder Zeit für eine neue Folge Car Talk und diesmal freue ich mich ganz besonders, dass wir hier sind in der Weltstadt Dorsten, um einen neuen Gast mit auf eine ganz besondere Reise zu nehmen. Es dreht sich diesmal alles rund ums Essen. Der heutige Gast ist 1973 geboren, ein sehr, sehr guter Freund von mir und ist nicht nur eine feste Größe in der deutschen Kochszene, sondern begeistert auch mit vielen TV-Sendungen, wie zum Beispiel Lecker an Bord oder dem Vorkoster, immer wieder ein großes Publikum, das er mit auf seine kulinarische Reise nimmt. Ihr wisst, beim Car Talk geht es mir darum, immer wieder neue Impulse zu bekommen und insbesondere mit Menschen aus völlig anderen Industrien über Unternehmertum, Kreativität und Innovation zu sprechen. Unser heutiger Gast ist Sternekoch Björn Freitag. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal abholen. Es ist Geräusch, ne? Also erstmal muss man natürlich gucken, dass man den Gasfuß vorsichtig bewegt bei dem Auto hier. Ne? Ja. Ja, schön, dass wir so einen kleinen Ausflug machen. Also Dorsten, kann ich ja mal sagen, hat, weiß ich gar nicht, so 75.000 Einwohner. Weltstadt. Eine Weltstadt, ne? Wie Bottrop auch. Ja. Kann ist, also liegt neben Bottrop, wir sind quasi Nachbarn. Ja? Das, was ich mich immer frage, wenn ich zu dir fahre, ist, der goldene Anker ist ja... Ja, wie gut, wenn ich jetzt nicht Fisch, nicht Fleisch sage, ist das das Essen bezogen, sondern du liegst ja mit deinem Restaurant wirklich an einer Kreuzung, quasi in der Fußgängerzone. Ja, du meinst wegen goldener Anker, ne? Das Haus ist, genau, das Haus ist ja alt. Ja. Nee, ist und der goldene Anker. Nachkriegshaus, 1948 gebaut, ja, nach dem Krieg. War früher da, wo jetzt daneben dieses Haus ist. Also es wurde nach dem Krieg wieder aufgebaut. Und die Lippe wurde umgelegt. Das heißt, die Lippe ist früher mal direkt bei uns vor dem Haus langgeflossen. Und dann, als dann der Kanal gebaut wurde, hat man die Lippe ganz nach hinten gelegt. Also deshalb war da schon so ein Bezug zum Anker einfach. Und mein Opa und Urgroßopa, die waren Bootsbauer, so wie du auch. Ach, witzig. Ja. Das heißt, wie lange betreibst du das Restaurant jetzt? Mein Vater ist letzte Woche vor 25 Jahren gestorben. Da musste ich sozusagen ran. Ich wollte eigentlich gar nicht das machen. Du warst sehr jung. Genau, ich war 24 ungefähr. Ich wollte eigentlich immer Hoteldirektor werden. Also gar nicht groß arbeiten, sondern direkt Hoteldirektor werden. Aber du hast auch die Ausbildung entsprechend gemacht. Ne? Genau, ich habe zwar eine Kochlehre gemacht, aber wollte dann ins Hotelmanagement, also eine Hotelmanagement-Schule machen. Aber hast du die in Hotels auch gemacht? Ja, nee, immer eher in Restaurants. Ich wollte schon richtig kochen lernen, deshalb bin ich eher in so richtige Gourmet-Restaurants gegangen. War am Bodensee, dann war ich in Wiesbaden, zum Schluss war ich in Frankfurt. Und dann, ja, wie gesagt, ist mein Vater ganz plötzlich verstorben, auch sehr jung, der war 63. Und dann musste ich mir überlegen, was machst du jetzt? Lässt du jetzt deine Mutter da alleine und die soll alles verkaufen? Oder? Warst du zu dem Zeitpunkt dann in Wiesbaden? Frankfurt. Frankfurt, okay. Mhm. Das ist ja so, je älter du wirst, desto schneller rennt so ein Jahr irgendwie gefühlt. Das ist Wahnsinn, oder? Unfassbar. Ich finde auch dieses Jahr mit allem, was so abgelaufen ist. Ich meine, wie lange ist dein Papa jetzt tot? 3 Jahre? Ja, 4 Jahre. 4 Jahre. Vier Jahre. Also, das ist... Das ist unglaublich. Und die 4 Jahre sind an mir vorbei geflogen. Klar. Absolut vorbei geflogen. Ich habe keine Ahnung, wo die Zeit hin ist. Und gleichzeitig haben wir so viel gemacht wie noch nie zuvor. Das heißt, war das für dich, also dein Vater ist gestorben. Genau, der hatte immer gesagt, lass die Sachen. Deine Mutter hat das aber mit deiner Mutter gemeinsam gemacht. Genau, meine Mutter hat gekocht, er hat vorne den Service gemacht. Ah, okay. Und das heißt, dein Dad war nicht Gast, sondern sondern deine Mutter war Koch. Genau, meine Mutter war Köchin. Es war damals so, nach dem Abi sind ja alle ausgeschwirrt. Die haben dann studiert, ne? Und die wenigsten sind nach Dorsten natürlich wieder zurückgekommen. Ist klar. Ne? Die haben dann irgendwo studiert, haben dann einen Job irgendwo gefunden. Ups, jetzt habe ich zu viel Gas gegeben. Es gibt eine Person hier in Dorsten, der hat sich damals mit mir, ist ein Kindergartenfreund, der hat sich mit mir selbstständig gemacht zusammen. Und der hat mich ermutigt auch, das weiterzumachen. Also pass auf, hier vorne, ne? Ich rufe den mal eben an, der kommt mal raus. Da ist eine Goldschmiede, Bellendorf hier. Ja. Und der Engelbert und ich werden uns zusammen selbstständig. Ich rufe den mal eben an. Hat jetzt 2 Goldschmiede in Dorsten. Und ich muss sagen, das ist der Einzige, der sozusagen geblieben ist in Dorsten. Ja. Ne? Also hat keiner später wieder zurückgekommen? Nee.
Komm mal eben raus, ich habe eine Überraschung für dich hier. Hey! Hallo! Dann hol ich wohl nur die Schönringe raus. Ja! Hallo. Hi! Enzo! Hi! Ich habe gerade ein bisschen über dich erzählt hier. Okay. Ne? Nicht nur, dass du gut aussehender Typ bist, sondern einfach auch, dass du. Dass ich noch ein neues Auto brauche. Das auch. Wir machen heute die Tour durch Dorsten. Okay. Mhm. Und Björn zeigt mir ein bisschen was zu seiner Geschichte. Okay, ja. Schön. Ja, und ja. Siehst du, der Björn und ich sind beide in Dorsten gelandet und wir sind die Einzigen, die noch zu den beiden Toren nach Dorsten raus noch ein Treppendachhaus haben, wie das früher mal war. Das stimmt. Stimmt. Er hat auch ein Treppendach genau, nach vorne das war raus. Meine, genau. Das war meine erste ja. Frage. Von. Ja, finde ich ja gut, dass ihr mir hier mal euer neues Fahrzeug. Guck mal, hier ist vorfällt. Alles schwarz in dem Auto. Siehst okay. du das? Hier, ist, hier ja, wirst ja, du nichts Silbernes finden. Das ist ja, besonders. Quasi das Thema. Da würde, ja. würde euch beiden ein schönes Goldarmbändchen noch gut stehen. Ja, oder? Ja. Ich glaube, wir müssen weiter. Ja. Hört mal, Jungs. Ja, danke für euren Besuch. Freut mich. Viel Spaß. Danke für euren Besuch. Macht's Ciao. Gut. Ne? Ciao. Und fahrt vorsichtig. Ja, machen wir. Schalte mal auf Eco bei dem Fahrzeug. Ja, machen wir. Ja, machen wir. Ciao. Kann Ciao. Nicht anders. Tschüss, ihr beiden. Ne? Danke. Ciao. Es gibt in Dorsten einen Mercedes-Betrieb. Das war zufällig auch damals ein Großonkel von mir, der da diesen Betrieb hatte. Und da habe ich mein erstes Schulpraktikum gemacht. Das heißt, da habe okay. ich mit Kochen gar nichts. Ich habe mein Praktikum damals bei Mercedes gemacht. Als Schüler, ja, 16. Als Schüler, genau. Und dann wollte ich unbedingt Autoverkäufer werden. Das war mein Traum. Hast du, bist du aber nicht. Nee, bin ich nicht. Jetzt hättest du auch auf den Stern kommen können, aber anders. Ja, ne? Ja, ja. Genau. Und wie, also, ist dann doch, wie ist dann doch das Kochen draus geworden? Ich glaube, das war dann doch irgendwo, musste ich dann, also ich habe dann auch noch mal ein längeres Praktikum bei Luke in Bottrop gemacht. Bei Luke ja. in Bottrop, Leute. Da war ich, und da habe ich wirklich mal konsequent 4 Wochen den Verkäufern über die Schultern geguckt. Das wusste ich nicht. Mhm. Das war übrigens ganz witzig, da war ich so 20 oder, nee, ach, jünger, 18 oder so. Da habe ich nochmal ein freiwilliges Praktikum da gemacht und da kamen ganz oft Franzosen rein immer, ja. so Fans, und die fragten alle immer nach Brabus. Brabus? Brabus. Ja, und wir immer, was, warum kommen die zu uns rein und fragen hier nach Brabus? Aber die Straße weiter runter. Ja, die Straße weiter runter, ja, genau. So, witzig. Und das war echt ganz witzig. Da kamen 3 oder 4 Mal immer so Franzosen rein, so, die, glaube ich, so absolute Brabus-Fans waren. Und Franzosen? Das ich habe keine Ahnung. Ihr müsst einen großen Fankreis in Frankreich haben. Jedenfalls habe ich dann mal 2 Wochen lang konsequent Verkäufern über die Schultern geguckt. Und was mich total angenervt hat, die haben zum Teil auch Kaltakquise am Telefon gemacht. Das heißt, die haben sich Telefonbücher genommen Klar, und haben Leute angerufen. Da war noch nichts mit digitalen CRM-Systemen. Nee, das war. Kann ich nicht. Nee. Hab ich gesagt, das ist für mich, also ich kann nicht Menschen anrufen und fragen, ob die ein Auto kaufen wollen. Ich hatte immer so diesen Eindruck, die kommen zu mir. Jetzt ist das Restaurant heute ja sicherlich ein anderes als das, was du von deiner Mutter und deinem Vater genommen hast. Genau, ich habe viel verändert. Habe aber immer am Anfang geguckt, dass ich die Stammgäste erstmal behalten kann. Also ich habe nie so drastische Veränderungen gemacht. Ist deine Mutter noch drin geblieben? Meine Mutter hat mir noch 4 Jahre geholfen und ist ja. dann auch in den Ruhestand gegangen. Die war auch um die 60 zu dem Zeitpunkt? Nee, meine Mutter war 10 Jahre jünger als mein Vater. Ah, okay. Ja? Du hast 2001 deinen ersten Stern bekommen. Genau. Das ist ja nicht selbstverständlich. Nee, das war wie, wirklich... Wie bist du denn überhaupt dahin gekommen, dass du das wolltest? Und wie war damals der Prozess... Das ist ja, dieses ganze Thema mit den Sternen und Punkten und Hauben ist ja völlig anonym. Du kriegst gar nicht mit, wenn die zum Testen kommen. Und das ist ja auch nicht, dass die dir hinterher die Hand geben, herzlichen Glückwunsch, die haben heute so super gekocht, oder dass die in den Brief schreiben, sondern du bist in dem Buch hinterher, was veröffentlicht wird, was jedes Jahr neu veröffentlicht wird, und dann bist du da drin oder bist da nicht drin. Ne? Und that's it. Du hast selber gar keinen Einfluss darauf. Überhaupt nicht. Hat dich das überrascht? Also damals war das, da habe ich Angst bekommen, da habe ich gesagt, Wahnsinn, ne? Weil ich war finanziell noch gar nicht so gut aufgestellt, ich hatte keine große Weinkarte. Du hast das Restaurant übernommen, ja. Da hattest du ja bis 2001 erstmal, da war irgendwo ein paar Jahre dazwischen. Da habe ich ganz, da habe ich so 50-50 gemacht. Ich habe 50% meine Küche gemacht und sogar 50% die Küche meiner Mutter, die damals so, die, meine Mutter hat auch schon besser gekocht. Die hat jetzt auch keine Schnitzel oder so gemacht. Ne? Was hat sie gekocht? Die hat wirklich, schon tolle Fischgerichte gemacht damals auch. Immer tolle, meine Mutter war, das bin ich ja heute auch, sehr soßenaffin. Hat immer leckere ja. Sößchen gemacht. Ne? Immer wenn ich mit jemandem unterwegs mhm. bin, finde ich super spannend, die Punkte in so einem Leben
rauszuholen oder in der Diskussion rauszukriegen, wo Dinge dann neu und vielleicht innovativer und auch anders gelaufen sind als vorher. Wenn du das weitergemacht hättest, was deine Mutter gemacht hätte, war ja nicht schlecht. Okay. Ja, die hat ja auch ein Restaurant jahrelang betrieben. Aber was, du musst ja irgendwas verändert haben, damit du auf das Radar von diesen Restauranttestern gekommen bist. Das ist einfach, auf dieses Radar kommst du immer, wenn du eine gewisse Prise Kreativität mitbringst. Also wenn du Sachen veränderst und wenn du ganz konsequent frisch kochst, also du wirklich eine tolle Produktqualität, die Produkte auch nicht im Kern veränderst, also dass sie auch, wenn du ein gutes Huhn einkaufst, dann muss das auch nach Hähnchen schmecken, ne? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, klar, jeder will natürlich im Leben mal ein bisschen mit Fame so ausgezeichnet werden und das ist einfach für jeden Koch das Erstrebenswerteste, so in diesen Restaurantführern mitzukochen. Dann, das Wichtigste war eigentlich, dass ich hier, wir leben ja hier im nördlichen Ruhrgebiet, das heißt, das ist hier genau dieser Kanal, den du gerade gesehen hast, oder die Lippe, ist die Grenze zum Münsterland. Und ich habe das Potenzial hier gesehen. Ich habe gesagt, nur von Dorsten wirst du nicht leben können, aber es wohnen hier im unmittelbaren Umfeld 9 Millionen Menschen. Also das heißt, der Stern gibt ja natürlich ein höheres Einzugsgebiet. Richtig. Weil die Leute schauen, wo die Restaurants sind. Du hast den Niederrhein, du hast das Ruhrgebiet. Ist das Thema Frischkochen für dich was gewesen, was du auch zu Hause mitgenommen hast? Oder war das? Ja, also meine Mutter, muss ich schon sagen, die hat immer für uns mittags, wenn ich aus der Schule kam, frisch gekocht. Es gab immer tolles Gemüse, auch nie zu fleischlastig. Die hat damals immer, auch saisonal, das ist ja auch heute ein Thema, was viele gar nicht begreifen, dass man Gemüse eigentlich dann kaufen sollte, wenn es Saison hat. Ne? Bist du gerne Dorstner? Ich bin total gerne Dorstner und es ist ja immer so, egal wie schön oder hässlich eine Stadt ist, also das sind ja diese Ruhrgebietsstädte, weißt du ja selber auch, die sind damals im Krieg zerstört worden. Also hier wurde alles schnell und günstig wieder aufgebaut. Von daher haben wir jetzt hier nicht super schöne Altbauten. Ich finde aber, das ist das, was ich immer über Bottrop sage, das ist viel besser als das, was viele Menschen aus anderen Regionen in Deutschland immer noch über das Ruhrgebiet denken. Ja, und es ist so ehrlich hier. Die Menschen sind so ehrlich. Es ist wirklich, also ich fühle mich schon so als Kind des Ruhrgebiets. Definitiv nicht. Ich meine, ich bin so viel unterwegs in meinem Job, dass ich dann immer sage, wo ich dann am Wochenende über die Schwelle kippe. Ja, und guck mal, wenn du jetzt hier die Straße da hinter uns ein paar Kilometer weiter fährst, dann bist du schon in der Hohen Mark. Das ist so ein schönes so Naturschutzgebiet. Ne? Da kannst du genau so das, schön chillen das ist gehen. Das irgendwo. Ja. Ich sag mal, du kannst in einer halben Stunde erreichst du alles. Von Dorf bis Düsseldorf. Bochum, und die Köln alles, ist ein bisschen genau, weiter, aber genau. Bochum, Gelsenkirchen. Ja, ja. Ich habe ja in Witten studiert. Das ist auch leider viel zu nah dran. Aus heutiger Sicht würde ich, glaube ich, sagen, es hätte weiter weg sein können, weil ich natürlich nur im Betrieb war die ganze Zeit. Und mein Vater immer anrief und sagte, Mensch, komm mal für eine Besprechung vorbei. Und aus einer Besprechung für eine Stunde wurden dann eben 8 Stunden und der Unitag war dahin und ich musste dann hinterher gucken, wie ich den Stoff nachgeholt kriege. Ja. Aber irgendwie habe ich es doch geschafft. Ja. Und heute möchte ich auch nicht weg aus Bottrop, ehrlich gesagt. Ich sage mal, Chris war der Junge aus Bottrop, nicht aus dem Jungen. Nee. Was würdest du sagen, waren die Momente, die deine Karriere bestimmt haben? Mhm. Wo waren die Dinger, was ist passiert, wo es dann auf einmal richtig weiterging? Also der größte oder wichtigste Moment mit in meiner Karriere, das war eigentlich meine Station in Frankfurt. Da habe ich sozusagen meinen Host kennengelernt, den Frank Buchholz. Mit dem mache ich auch heutzutage für den WDR diese Bootssendung, wo wir so mit dem Hausboot gerade auch jetzt dieses Jahr in Holland geschippert sind. Das ist die Sendung, auf die ich am meisten angesprochen bin. Ja. Immer wenn du Björn Freitag sagst, heißt ach, die Hausbootssendung. Ja, genau. Und der Frank hat mich damals, ich habe für ihn gearbeitet. Er hat dann mitbekommen, oh scheiße, Björn muss nach Hause, Vater gestorben. Und ein Jahr später hat der Frank mit anderen Kumpels die Jungen Wilden gegründet. Das war im Prinzip eine Gemeinschaft aus 20 jungen, wilden Köchen. Ja? Okay. Da waren auch Leute, die auch heute sehr bekannt sind. Hier mein Freund Frank Rosin war dabei, Alexander Herrmann, die ganze The Taste People und so. Also die haben uns 20 Wilde dann gecastet. Ja. Und da habe ich mich durchgesetzt, warum auch immer. Und war das damals schon ein Ding, Kochsendung? Ja, das war ein Riesending und vor allen Dingen war das auch hier. Ne? Guck mal,
mal, ich hatte wirklich nicht viel Geld, ne? Und ich hatte auch da zu Hause, da war ein riesen Renovierungsbedarf und also Kohle hatten wir echt damals nicht viel. Und da habe ich so mein erstes Geld verdient damals, also richtig Kohle damals. Da habe ich eine große Produktion gehabt, 4 Sendungen am Tag, so am Fließband produziert, eine Kochsendung. 4 Sendungen am Tag? 4 Sendungen am Tag. Ne? Das ist heute das Studio Wer wird Millionär. Damals Studio NOB Nummer 7, war eine große Endemol-Produktion. Jedenfalls, es gab Kohle. Und mit der Kohle habe ich mir nicht sofort ein neues Auto gekauft, sondern habe wirklich erstmal konsequent in die Küche und meinen Betrieb investiert. Ja, habe erstmal eine vernünftige Küche gebaut. Kann ich jetzt wirklich was gegen sagen? kann ich nichts gegen sagen. Das ist die richtige Reihenfolge. Ja. Und das heißt, vier Sendungen am Tag. Wie viele Sendungen insgesamt? Ich habe mit der Geschichte habe ich, glaube ich, 120 Sendungen. Und du hast dich durchgesetzt, weil, was haben die damals gesucht? Wir haben so mehrere Castings gemacht und die haben halt jemanden gesucht, der nicht nur kochen kann, sondern der sogar auch moderiert. Also ich musste die Sendung damals moderieren. Ne? Da waren Gäste und ich musste moderieren. Habe natürlich dann zig Coachings bekommen und ja, ich war natürlich immer unsicher wie Sau, weil da war auch noch Publikum im Studio und so. Das war schon damals, also ich habe mir vor jeder Sendung fast in die Hose gemacht. Aber ja, so durch dieses, kennst du selber, ins kalte Wasser geworfen werden, irgendwann setzt du dich da durch. Dann, ne? Ja. Das ist, fragen heute so viele Leute, wie machst du deinen Job? Ja. Wie gehst du damit um? Und was mir Stress auch so, die Antwort ist immer die gleiche, Arschbombe vom Zehner. Ja. Und dann schwimmen. Ja. Und nach einer Zeit fällt es dir gar nicht mehr auf, dass das Wasser kalt ist. Manchmal ist das Wasser immer noch kalt. Es gibt natürlich Situationen, sicherlich du auch heute, wurde auch heute zwischendurch nochmal Tiefluft holen muss. Klar, die gibt es überall. Also Frank und ich, wir sind da sehr gleich, weil wir im Prinzip auch wirklich Autodidakten sind. Wir haben nicht jeder 10 Stationen bei anderen Sterneköchen gemacht, sondern wir haben uns vieles selber beigebracht. Häufig haben wir das bei jungen Menschen, die bei uns in der Firma anfangen. Mhm. Oder insgesamt habe ich häufig Gespräche mit jüngeren Menschen, bei denen, wie sage ich das jetzt richtig, die Frage aufkommt, ich nenne es jetzt mal nicht die Grundhaltung, weil es sind auch viele gute dabei, aber eine Frage aufkommt, wer dir denn was im Leben beibringt. Und das, was du gesagt hast, ist ein weiterer Fall, wo mir jemand, der erfolgreich selbstständig arbeitet, sagt, niemand, ich habe da nicht drauf gewartet. Natürlich hast du eine Grundlage gehabt, du wirst wahrscheinlich so, wie ich sage, ich merke heute noch, was mein Vater mir alles beigebracht hat. Ja, ja. Das merkst du nicht in dem Moment, wo du es beigebracht bekommst. Du merkst, ich habe heute Jahre später, kommt irgendeine Situation und dann stehe ich nachher da und denke mir, das hast du nicht, das war schon auf der Festplatte. Ja, das hast du jetzt nicht irgendwie gerade aus dem Hut gezaubert. Ja, ja. Und natürlich hast du auch viel von deiner Mutter und deinem Vater wahrscheinlich mitgenommen. Mhm. Und trotzdem ist immer wieder Bestandteil von dem Erfolg, egal in welchem Geschäft, nicht darauf zu warten, dass dir einer was beibringt, sondern dir den Quatsch einfach selber reinzuziehen und auszuprobieren. Und du musst es lieben einfach. Ne? Du musst deine Freizeit opfern, auch für deinen Job einfach. Also der Preis war schon oft, dass ich, also gut, ich habe ja jetzt heute so 150 Drehtage im Jahr. Ist schon das Freundschaft. Und dann noch das Restaurant. Und dann das Restaurant noch plus Events. Also heißt, ein halbes Jahr ist ja schon weg, bevor du dann halbes Jahr. In Düsseldorf haben wir ja auch noch ein Restaurant auf der Kö. Seit letztem Jahr? Nee, seit 2,5 Jahren. Also genau in Corona angefangen, weil natürlich super. Ja. So. Und das Problem ist schon, dass du Freundschaften vernachlässigst. Ne? Und dass du, wenn du einem Freund 5-mal absagst, immer kurzfristig, dann kannst du auch irgendwann nicht mehr darauf bauen. Also muss man schon wirklich sagen, dass ich mich da ändern muss, dass ich wirklich Freundschaft besser ist pflege. Ist das so? Willst du? Ich habe noch nicht mal einen Kalender. Und das nervt mich total, wer wann Geburtstag hat. Ja? Ja. Also jetzt, dass du Geburtstag hast, das habe ich auch wieder durch irgendwen erfahren. Ja? So, aber weißt du so, ich habe schon viele Menschen, die mir zuarbeiten. Ne? Also ich habe meine Frau, die macht viel für mich. Die hält mir so den Rücken frei, was so die ganze Buchhaltung und das Ganze, wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe. Also ich habe noch nicht mal Online-Banking auf meinem Handy. So. Dann habe ich eine Assistentin, die toll ist. Und ich habe auch noch ein Management, ne? Die meinen Kalender verteidigen. Ne? Das heißt also, früher hatte ich mal so
Doppelungen im Kalender. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal hattest. Kenn ich überhaupt. Doppelungen im Kalender ist das Allerschlimmste, was es gibt. Dass du mal irgendwem was versprochen hast und plötzlich guckst du in den Kalender und denkst, hey, du hast ja an dem Tag gar keine Zeit. Ne? Ich meine, ich wollte tatsächlich nie zu so einem Tier werden, wo du anrufst, und das ist meinetwegen jetzt Oktober, und dann sagt irgendwer, kein Problem, kriegen Sie sofort, können wir einen Termin ausmachen. Was machen Sie denn im Januar? Wie sieht es denn im Januar aus? Ja. Finde ich furchtbar. Das ist meistens auch der Punkt, wo ich heute reinspringe und sage, auf gar keinen Fall. Mhm. Auf gar keinen Fall. Das ist ja furchtbar, ist ja schlimmer als jeder Arzt. Ja. Aber klar ist natürlich auch, du kannst jeden Tag nur einmal belegen. Und deshalb frage ich so nach dem Preis der Arbeit. Irgendwann ist halt auch mal Schluss. Ich habe da eine Zeit lang versucht, mir so viel Termine in einen Tag zu quetschen, dass ich keine Pausen mehr hatte, nicht mehr zum Klo gehen konnte und vielleicht auch nichts gegessen habe. Oder jedes Essen dann auch noch ein Working Lunch war. Also noch ein Mittagessen mit einer Besprechung, noch irgendwie die immer wieder Kaffee zwischendurch reingezogen, um das zu schaffen. Das Problem dabei ist, du machst dich irgendwann komplett kaputt. So, und das hatte ich vor 3-4 Jahren. Da ging es mir richtig beschissen. Und da bin ich wirklich im Selbstmitleid erstickt wegen zu vielen Terminen. Und da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Du bist doch selber eigentlich dein Chef. Ne? Und dann bin ich wirklich erstmal, da warst du auch, ich glaube, du fandest es nicht so gut, in Lanzerhofen und bin dann mal zur Ruhe gekommen. Ne? Einfach so, ich habe mir wirklich mal gegönnt, 2 Wochen mein Handy auszumachen und bin in so eine Wellness-Farm und habe wirklich mal so für mich überlegt, du bist ja auch ein Opfer deines Handys einfach. Ja. Du, also das, was da passiert. Da habe ich wirklich mal überlegt, was musst du jetzt ändern, bevor du irgendwann so einen Burnout bekommst. Ne? Ja, oder schlimmer. Wir sind jetzt so im Norden von Dorsten und hier ist jetzt gleich unsere Hausautobahn, die A31. Ja. Und es gibt hier eine Ausfahrt. Kenne ich. Die ist getarnt als Parkplatz. Und hier vorne wohnte damals das war die Staatssekretärin Agnes Hürland im Bundesverteidigungsministerium. Und deshalb wurde nur für sie diese Ausfahrt gebaut hier. Und die ging halt nur Richtung Bonn. Ja? Nee, kenne ich nicht. Ich kenne es echt nicht. Ach so, und hier fährst du jetzt drauf? Hier fährst du jetzt drauf, ja. Das ist so als Parkplatz getarnt. Aber siehst du, ab da ist es dann offiziell Autobahn. Ach so, verrückt. Ja. Freut sich. Wenn du heute ein Restaurant betreibst wie deins, was sind die Jobs, auf die es ankommt und wer rockt den Laden am Ende neben dir und wer sorgt dafür, dass das alles so läuft, wie es läuft? Also du brauchst erstmal einen fantastischen Gastgeber. Das ist ein Restaurantleiter. Ne? Das ist wirklich das A und O. Auf gleicher Stufe steht der Küchenchef natürlich, ne? Der dafür sorgt einfach, dass du immer die gleiche Qualität hast, dass auch das, was im Prinzip, ja, das muss ja nachhaltig sein. Also die Gäste zahlen natürlich bei uns mehr. Es muss aber auch ein besonderes Erlebnis einfach da sein. Ne? Also das Schlimmste wäre, dass ein Gast zu mir sagt, ach, das Gleiche habe ich letzte Woche auch so zu Hause gekocht. Schmeckte genauso. Ja, wobei, ich würde sogar sagen, Stichwort, ich persönlich bin jemand, dem es besonders auf Atmosphäre ankommt. Und ich möchte auch, das gebe ich gerne zu, wenn ich in ein Restaurant gehe wie deins, dann möchte ich von der ersten Sekunde an merken, dass ich noch mal ein anderes Level an Service bekomme, als ich das beim Italiener oder beim Steakhouse um die Ecke erwarten würde. Glaubst du, die Leute zahlen fürs Essen oder zahlen sie für den Service oder ist es was ist es? Es steht das Essen natürlich schon an erster Stelle, aber die Leute, das ist ja Essen gehen, gut Essen gehen ist ja Freizeit und die Freizeit will sie einfach schön gestalten. Das heißt, die Atmosphäre muss toll sein. Und klar ist, wenn Gäste zu dir kommen, ist das für alle etwas Besonderes. Das heißt, da kommt jemand. Genau. Das ist eine Parallele zwischen, dem, was wir beide tun. Ja. Wenn die bei uns jemanden aufkaufen, ein Boot kaufen, ein Motorrad kaufen, was auch immer kauft, dann ist automatisch damit die Erwartung verbunden, jetzt muss richtig gut werden. Und das bei dir ganz genau. Genau. Das ist ja, dafür stehen wir ja. Wir stehen ja beide für Individualität. Und Qualität. Wenn das verloren geht irgendwann, das ist der größte Feind der Gastronomie ist ja die Systemgastronomie. Das sind ja festgelegte Prozesse, die dort stattfinden. Ja. Das heißt, das Essen ist zwar immer gleich, aber die Individualität fehlt komplett. Wenn du heute so 2-3 Prinzipien nennen müsstest, auf denen das basiert, was du heute kochst, wie würdest du es beschreiben? Also ich
stehe schon gerne auch so ein bisschen für die Ruhrgebietsküche. Ja, also ich mag gerne sowohl, wir haben ja immer so einen westfälischen Einschlag, aber auch niederrheinische Küche finde ich sehr, sehr gut. Aber das natürlich immer gepaart mit einer gewissen Leichtigkeit. Weißt du, früher die Leute im Ruhrpott, die haben viele Eintöpfe gegessen, viel Speck, weil die mussten, es waren Stahlarbeiter, es waren Bergleute. Tausende Kalorien verbrannt. Die brauchen Energie. Ne? Ja. Und das ist halt, wie gesagt, das heute mit einer gewissen Leichtigkeit, Kreativität, dafür stehe ich immer gerne. Und ich glaube einfach, dass immer wichtiger ist, regional und saisonal zu kochen, weil nur dann schmecken die Komponenten auch richtig gut. Viele Menschen, finde ich, unterschätzen, dass die, so die Funken, also die Kreativität häufig aus Bereichen kommen, die eben nicht deine eigenen sind. Ja. Also dass häufig das Neue entsteht, indem du Dinge aus anderen Bereichen nimmst und die in deinen eigenen Bereich, egal was es jetzt ist, zurückbringst. Und deshalb finde ich das total spannend und eben völlig und überhaupt nicht fremd, sondern ich glaube, wir müssen uns eigentlich alle noch viel mehr mit Bereichen auseinandersetzen, die eben gar nicht unsere eigenen sind. Wenn wir einmal mit dir auf so eine Kanalbrücke jetzt fahren, 12 Tonnen kommen wir dahin? Und sehr schmal. Hier können wir mal kurz aussteigen, weil ich finde das eigentlich mal ganz schön, hier diesen Kanal zu sehen. Ist das Ruhrgebiet schon verlassen. Ernsthaft? Ja, wir sind jetzt schon am Niederrhein. Wenn du heute ein Gericht entwirfst, wie läuft das ab? Weil ich überlege, wenn wir zum Beispiel ein Produkt designen, dann musst du die Idee haben, du musst ungefähr abschätzen können, wir müssen ungefähr abschätzen können, ob es zu uns passt. Dann müssen wir es wahrscheinlich in irgendeiner Form zeichnen, weil am Ende geht es um Produkte, die Menschen benutzen sollen oder in denen sie unterwegs sind. Dann müssen wir es konstruieren und dann am Ende müssen wir es bauen. Was ist das Pendant? Was ist der Entwicklungsprozess beim Koch? Also im Sternrestaurant. Bei aller Kreativität, so ist es bei euch auch, musst du ja so einen gewissen Punkt Mainstream schon schaffen, damit es den Leuten überhaupt gefällt. Klar. Ja, das müsst ihr ja auch. Ne? Ganz richtig. Ne? So. Und das Schlagwort beim Essen ist einfach Food Pairing. Was passt? Was matcht gut zusammen? Ja. Und so setzen wir uns hin. Wir gucken mit meinem Team, was matcht gut? Was kennt man von früher? Was kann man vielleicht Kreativität da neu umsetzen? Bevor du eigentlich ans Kochen gehst und ans Ausprobieren, schreibst du dir vielleicht erstmal 4, 5 Zutaten auf, die du richtig geil miteinander kombinieren kannst, wo du schon im Kopf weißt, das ist ja eigentlich der Profi, der schon Rezepte schreibt und weiß schon im Kopf, wie schnell. Du hast natürlich auch dann irgendwas, natürlich tausende von Gerichten schon, schon gekocht und ausprobiert. Insofern hast du einen riesigen Erfahrungsschatz. Genau. Und dann einfach ausprobieren wahrscheinlich. Was würdest du sagen, weswegen kommen die meisten Menschen zu dir? Es gibt da so Läden, da gibt es das beste Schnitzel. Also es gibt schon natürlich, es gibt immer die A- und B-Typen. A kommt nur, um mich mal kennenzulernen und zu sehen, weil sie mich aus dem Fernsehen kennen. Und B, die gehen nach Restaurantführern essen, also nach Michelin oder Gourmet und sagen hier, wir haben mal gelesen, dieses lecker dort und dann probieren wir die Küche aus. Aber es sind immer zwei. Es ist aber ausschließlich überregionale Klientel, die heute zum Essen kommt. Es ist eigentlich weniger der Dorstner, der reinläuft. Unser Durchschnitt liegt schon so bei 50 Kilometern und das ist schon... Das ist aber auch Österreich-Schweiz dabei, aber so durchschnittlich würde ich sagen, ist das so das ganze Münsterland und das nördliche Ruhrgebiet. Also rund um die 50 Kilometer, die kommen ständig die Leute her. Das ist deshalb für mich ein interessantes Thema, weil ich gerade überlege, ich möchte unbedingt nächstes Jahr unbedingt einen größeren Tag der offenen Tür machen. Ja. Weil ich finde, dass, und das ist ja wieder eine Parallele, dass diese Dinge, also du kochst tolle Gerichte, die natürlich preislich auf einem Niveau liegen, was verhindert, dass jetzt der Dorstner, der einfach an vorbeiläuft und sich fragt, okay, Lust essen zu gehen. Der Dorstner kommt schon, nur der Dorstner kommt jetzt nicht jede Woche. Nein, genau, also sage ich, gehe jetzt heute Abend was essen, wo gehen wir da hin? Genau. Komm, wir gehen zum Björn Freitag. Ja. Jetzt mag es ein paar Leute geben, die das machen.
und die sich das auch leisten können, aber das ist sicherlich nicht ein normaler Kunde. Genauso ist es ja bei mir auch. Also der Bottrop hat weit über 100.000 Einwohner und die allermeisten, abgesehen von Leuten, die sowieso nicht interessiert, mögen auch viele sein. Ich behaupte gar nicht, dass wir da der Nabel der Welt sind, muss ich auch gar nicht sein. Aber von den Leuten, die an dem Laden vorbeifahren und sagen, ach, das würde ich irgendwie, was passiert denn da so, kriegen ja die allerwenigsten mal das Innenleben von so einer Firma zu sehen. Stimmt. Ich finde das total doof, weil ich immer, weil ich glaube, du kannst von vielen was lernen, du kannst auch, mir macht es unheimlich Spaß, das auch zu zeigen, auf eine gute Art und Weise. Ja. Also nicht um anzugeben, sondern um es zu teilen, um Feedback zu kriegen. Und ich möchte auch nicht, dass wir so ein UFO sind, was dann in Bottrop rumsteht, was aber mit der Kommune überhaupt nichts mehr zu tun hat. Ja, ja. Und deshalb ist das so ein Projekt für nächstes Jahr. Ja, finde ich toll. Unbedingt hinkriegen will. Ist Gastronomie ein Problem? Also ist es insgesamt immer noch problematisch nach Covid? Ja. Aber das ist nicht, weil die Leute so einfach durch Covid alle abgehauen sind. Die Stimmung war vorher schon schlecht in der Gastronomie. Das heißt, die Gastronomie hat, die Löhne waren einfach nicht hoch genug. Auch das Essen war immer zu günstig in der Gastronomie. Wenn du früher so, wir reden jetzt nicht von Sterne-Gastronomie, aber einige, glaube ich, Restaurantbesitzer, die haben es nur gemacht, um was zu tun zu haben. Also ich kenne ganz viele Beispiele, wo du früher ein Rinderfilet für 26 Euro im Laden essen konntest oder so. Wo du schon allein einen Wareneinsatz von 10 Euro. Also es hat sich nie gelohnt. Daraus resultierend haben immer die Mitarbeiter eigentlich zu wenig verdient. Selbst wenn wir jetzt auf Events gehen und vermieten unsere Köche sozusagen für ein Event, dann hast du einen Stundenlohn, den du in Rechnung stellst von 25, 30 Euro. Also da ist überhaupt kein Verhältnis zu anderen Handwerksberufen. Und deshalb fehlen dir am Ende gute Leute. Der ganzen Gastronomie fehlen gute Leute. Weil nochmal, die müssen ordentlich entlohnt werden, weil die arbeiten am Wochenende für den Gast. Die arbeiten abends für den Gast. Das sind alles keine Jobs, die so super beliebt sind einfach. Ne? Und das ist halt schon wichtig auf Dauer, dass gerade im Dienstleistungssektor die Leute wirklich genug Geld verdienen. Du hast jetzt, hast ja vorhin kurz erwähnt, auf der Köhe ein neues Projekt gestartet. Natürlich mitten in der Pandemie. Ja, das war furchtbar alles. Ne? Wie kam das und wie? Ach, da ist meine Frau. Hallo. Wie kam das? Moin. Du hast es halt klein, ne? Nein, es kam, das hatte ich schon, damals war es noch Interconti. Mit der Chefin habe ich das schon ganz lange geplant, weil ich immer wollte, oder ich sage es mal andersrum, Leute sind zu mir gekommen, haben mich im Fernsehen gesehen, haben gesagt, boah, der kocht ja so schön, so bodenständige Küche im Fernsehen, das wollen wir essen. Dann sind die jetzt zu mir ins Sternrestaurant gekommen, waren natürlich enttäuscht, weil wir hier eine ganz andere Küche machen. Und da habe ich gesagt, ich möchte mal irgendwann ein Restaurant haben, wo wir bodenständig kochen, wo wir wirklich die Küche machen, die ich im Fernsehen auch mache und die ich auch persönlich jeden Tag essen könnte. Ich will es aber nicht operativ betreiben. Also ich habe keine Lust. Ein bisschen schneller, ein bisschen praktischer, ein bisschen günstiger. Ja. Ich habe also gesagt, ich gebe gerne meinen Namen und auch die Rezepte und auch Know-how von meinen Mitarbeitern, die das mitbetreuen. Aber ich will es nicht komplett alleine operativ machen, weil ich habe keine Lust, mir da noch irgendwie einen Laden. Ich meine, du hast es ja vorhin gesagt, 150 Tage, 150 Drehtage im Jahr plus ein Restaurant Vollzeit irgendwann. Ja. Fängt es natürlich dann an. Ja. Und dann hat mich die Lage natürlich gereizt, Königsallee, ne? Hat dich ja auch mal gereizt. Ja, da, ne? Ist natürlich auch eine tolle Sache. Und dann haben wir es mit Interconti gemacht. Die haben das Hotel jetzt leider verlassen, weil die nicht so gut durch die Pandemie gekommen sind. Ist das kein Interconti? Nein, es ist jetzt Hommage. Die Gruppe ist Hommage, da steckt Dorin dahinter. Ah, okay. Die haben so ein paar Luxushotels, da gehört der Söhringshof auf Sylt dazu. Gut, jetzt haben sie in Kitzbühel noch ein Hotel, den Nassauhof in Wiesbaden. Also die haben so verschiedene Luxushotels. Hommage heißt die Gruppe. Und da ist für mich das super Gute, dass es kein Konzern mehr ist, also wie EHLG, die dahinter standen, sondern es ist jetzt eine kleinere Company. Und das ist natürlich ein viel schöneres Arbeiten mit denen. Ne? Das ist ein Manager, der hat viel schneller eine Entscheidungsmacht als früher in so einem Konzern. Interessant. Jetzt kommen wir so langsam wieder Richtung Goldener Anker. Ja. Was ist das nächste Gericht, was bei Björn gibt? Was passiert in nächster Zeit? Was gibt es Neues? Gericht? Oder ist es allgemein? Du, wir sind jetzt gerade im Winter. Ne? Also ich habe heute noch, witzig, dass du das gerade ansprichst, ich habe heute mit meinem Küchenchef gesprochen
dass wir ganz tolle Enten für den Winter brauchen. Das sind Enten aus Rommerskirchen. Die habe ich irgendwo mal gegessen. Die fand ich so sensationell, weil da merkst du wieder, dass es den Enten gut geht auch. Ne? Also keine gequälten Enten. Und mit dieser Ente möchte ich ein neues Gericht kreieren. Einfach jetzt für den Winter, dass wir im Winter einen ganz tollen Hauptgang haben. Weil ich bin nicht so ein Gänsefan, weil Gänse sind mir in der Regel zu fettig immer. Und ich möchte irgendwas Schönes mit Enten machen. Und da haben wir uns vorhin drüber unterhalten. Das heißt, er bestellt jetzt erstmal so eine, die heißen Gilbach-Ente. Und nächste Woche gehen wir in die Entwicklung dann und machen daraus ein tolles Gericht. Witzig, Entwicklung im Zusammenhang mit einem Gericht zu hören, ja, ist für mich erstmal ungewöhnlich. Ja. Björn, vielen, vielen Dank. Gerne. Für die Tour. Ich finde es total entspannt. So, es ist ein bisschen so, wie ich am Anfang gesagt habe, je besser du jemanden kennst, desto weniger weißt du über die Fakten. Ich habe das Gefühl, ich hätte noch stundenlang mit dir reden können über das, was dich und deine Karriere und dein Restaurant ausmachen. Ich habe viel gelernt. Und ich nehme viel mit. Und bevor wir jetzt reingehen und vielleicht noch eine Kleinigkeit zusammen kochen, machen wir immer das Gleiche mit jedem. Das heißt Pedal to the Metal. Und wir kriegen von Leon heute, ausnahmsweise mal nicht Cedric, heute von Leon, Fragen gestellt, die wir beide mit A oder B beantworten müssen. Also mit dem einen oder dem anderen. Ja. Und zwar sofort. Mhm. Ready? Mhm. Fisch oder Fleisch? Wir sind beide. Wir beide. Sobald du hörst. Also B wäre dann Fleisch. Und für A wäre dann. Du kannst auch Fisch oder Fleisch sagen. Also ich dachte, ich soll A oder B sagen. Also nee. Okay. Die Regeln Fleisch. Fleisch. Ich glaube, ich esse echt wenig Fleisch. Ich würde alle im C nehmen, ohne Fleisch. Ich glaube, ich nehme heute Vegetar. Ich nehme Nudeln. So, weiter geht's. Okay. Frage 2. Süß oder salzig? Salzig. Süß. Warm oder kalt? Warm. Sommer oder Winter? Sommer. Sommer. Verbrenner oder E-Auto? Verbrenner. Sorry. Das kommt drauf an. In den meisten Fällen im Moment noch Verbrenner. Standardprozess oder kreatives Chaos? Chaos. Boah. Leute, was ist da wieder? Hat sich das rausgemacht? Kreatives Chaos. In der Küche oder am Gast? Am Gast. Küche. Kaufmann oder Künstler? Künstler. Kaufmann. Ganz schwierig. Künstler. Hausboot oder Yacht? Das ist fies. Hausboot. Jetzt, wo wir so drüber geredet haben. Hausboot. Hausboot. Bier oder Wein? Wein. Kinder. Du trinkst ja nichts von beiden. Also von daher, ja. Für mich gibt es keinen Alkohol. Es gibt nur Alkoholfreien Wein. 0%. Ja. Ich nehme 0%. Ja. Ich nehme 0% Bier oder 0% Wein. Nee, Bier bekommt man nicht. Ich nehme Kindersekt. Und der Abschluss: Auto oder Fahrrad? Definitiv. Auto. Auto und Fahrrad zum Sport machen. That's it? That's it. Björn, wir abschließen. Vielen Dank. So. Und jetzt gibt's was zu essen? Ja, wir müssen kochen. Er macht sich schon richtig müde am Herd hier. Hammer hier. Ja? Das ist ein Motto, ob man nichts mehr geht. Gut, ne? Björn, danke dir. Ja. Toll. Danke noch für die Überraschung. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir jetzt noch kochen. Sollten wir noch mal machen. Also kochen kann man das auch nicht nennen. Wir haben so ein paar Sachen zusammengerührt hier. Ne? Ja. Aber wir können mal kochen, wenn du Bock hast. Gerne. Ja, wir können mal richtig kochen. Mal gucken, wie wir noch so finden. Ich glaube, da kriegen wir eine gute Truppe zusammen. Ja. Danke dir. Spaß gemacht. Ich freue mich. Thank you guys for watching. If you enjoyed this video, then don't forget to give it a thumbs up, subscribe to our channel, hit the bell, and maybe share it with a few friends who are not yet part of the Brabus community. And I'll see you in the next video.